Moin Leute und damit herzlich willkommen zur ersten regulären Folge des Community Projekts 2.0. Und ja, ich bin quasi gerade, oder wir sind gerade mit einem 6 Stunden Livestream fertig geworden. Ich habe gedacht, jetzt um 0.13 Uhr ist eigentlich genau die richtige Uhrzeit, um noch was aufzunehmen. Ich habe keine Ahnung, was dabei rumkommen wird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir vorhin oder bis gerade eben megamäßig viel Spaß gemacht zu streamen, definitiv. Und es sind jetzt immer noch 15, mit mir 16 Leute online. Eine Sache, auf jeden Fall. Wir waren, glaube ich, zeitweise bei 40 oder so. Habe ich nicht mitgerechnet, aber cool. Und man muss auch zugeben, der Server hat zwar standgehalten, aber wir haben noch ein paar Performance-Probleme. Werden wir demnächst fixen, weil ich denke schon, ich weiß, woran es liegt. Ich warte einfach ein wenig zu, ich sag mal, ressourcenverschwenderisch. Ja, was haben wir die letzten 6 Stunden im Stream gemacht? Eigentlich haben wir uns echt wie die Idioten durch die Welt gekämpft und haben, ja, Geld gefarmt. Und zwar 1022,73. Wovon 1000 jetzt wieder in dieses Grundstück geflossen sind. Ich habe mich hier übrigens direkt beim Spawn niedergelassen, gegenüber oder hinter der Farmwelt. Weil habe ich gedacht, oh, ist eigentlich ganz cool, mach sie. Ja, dann haben wir halt so grundlegende Geschichten aufgebaut. Farm gebaut, Wasserquelle, ein bisschen Holz. Ja, so das Grundlegende halt, dass wir hier einigermaßen überleben. Aber ich möchte nicht zeigen, was ich gebaut habe, denn die Community hat sich was ganz anderes gedacht, was sie gebaut hat. Und zwar nicht hier auf dem Bauserver, sondern in der Farmwelt. Und da wollen wir jetzt mal hingucken. Denn das fand ich übrigens eine sehr, sehr, sehr geile Idee. Übrigens, es kann durchaus sein, dass ich ein wenig müde oder, ja, kaputt klinge. Warte mal. Waypoint? Hä? Keine Ahnung. Machen wir mal aus. Ja. Also, wie gesagt, ich habe gerade einen 6-Stunden-Stream hinter mir, deswegen wird diese Folge vermutlich auch nicht allzu lang. Schauen wir mal. Je nachdem. Also, wie gesagt, wir gehen erstmal in die Farmwelt. Zack. Und schauen uns da noch mal ein bisschen um. So. Genau, da wollte ich nämlich hin. Denn die Community hat sich einfach gedacht. Ach, verdammt. Egal, nehmen wir mit, kein Problem. Er hat sich gedacht, YOLO, wir bauen hier einfach irgendwas hin, dass wir hier essen können. Ja, Essen für alle, total cool. Nur manche von euch müssen noch lernen, dass sie die Sachen dann wieder anpflanzen, wenn sie die abbauen. Das wäre ultra cool übrigens, so nebenbei bemerkt. Ach so, und übrigens hier in der Farmwelt bekommen wir dann auch Hunger irgendwann. Wir haben sogar einen Iron Golem dabei, der aufpasst. Und Zitronus ist noch dabei, oder Zitronus, hier das Feld zu bewirtschaften. Mit einem Brunnen sogar. Das ist hier richtig cool geworden eigentlich. Total nice. Spendentruhe. Ah. Okay. Ja, machen. Nice. Also wie gesagt, fand ich... Oh, hier komme ich gar nicht durch. Fand ich echt eine coole Idee, das so zu machen. Hier haben wir eine Spinne. Zack. Und zack. Genau. Wie man unten links sieht, bekommt man dafür ein bisschen Geld. Ich habe jetzt eigentlich nicht großartig vor, noch mehr Geld zu farmen, weil wir haben jetzt erstmal genügend gehabt für das Grundstück. Wir haben, wie gesagt, die 1000 zusammenbekommen. Ich weiß, es ist für viele vielleicht nicht so einfach, das zu bekommen, diese 1000. Aber ich finde, das muss sich auch lohnen. Und vor allem, ja, muss sich das auch lohnen, dass man halt einfach mal ein bisschen was gemacht hat. Also nicht nur einfach auf den Server kommen und gleich Grundstück, zack, auf geht's. Nee, da muss ein bisschen was für getan werden. Und ich weiß, die 1000 ist eine Hausnummer. Wo geht's denn hier noch hin? Achso, okay. Ja, wie gesagt, die 1000 ist eine Hausnummer, aber ich denke, das ist voll im Okay-Bereich. Übrigens, nächsten Freitag, voilà, also beim nächsten Stream werden Nether, also wird der Nether freigeschaltet und übernächste Woche Freitag das End. Und beim Nether besteht die Chance, dass man da noch ein bisschen mehr Kohle bekommt. Durch die Zombie-Pikmin, durch die Blazes, durch die Guests. Ja, da gibt es ein bisschen mehr Kohle. Und das ist dann schon ein bisschen nicer, würde ich mal sagen. Wenn hier, wir haben uns da jetzt echt wie die Bekloppten. Wir haben echt 6 Stunden lang nur Rohstoffe gefarmt und Monster geschnetzelt, um diese 1000 Gold zusammen zu bekommen. Und es hat sich nachher im Endeffekt gelohnt. Und es ist ja auch nicht nur dieses Monster Gesnetzel, genau, Geschnetzel. Es ist ja auch noch so ein paar Achievements, ja. Übrigens, diese ganzen Commands-Geschichten findet ihr auf jummel.net.
Da bin ich aber noch so ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen, weil so alles, was fehlt an Commands, wäre cool, wenn ihr das einfach im Community-Forum in den Community-Server-Bug-Tracker mit reinschreibt. Also wir haben so Sachen gemacht, wie zum Beispiel Kill a Creeper with another Creeper, macht 50 Gold. Oder kill einen Mob mit einer Axe, nochmal 50 Gold. Oder sorgt dafür, dass ein Skelett ein anderes Skelett killt, nochmal 50 Gold. Also wir haben diese 1000 im Prinzip nicht nur durchs Mob-Killen bekommen, sondern wir haben halt auch diese Achievements zum Teil gemacht und haben uns dadurch das ganze Ding enorm erleichtert. Nur mal so nice to know für die Leute, die sich beschweren, dass 1000 Gold viel, viel, viel zu viel ist. Ja, einfach ein bisschen geschickt spielen und dann läuft das. So, und das ist übrigens der Grund, warum ich hier direkt hinter der Farmwelt jetzt das Grundstück genommen habe. Ich wollte erst aus Protzgründen das GS001 nehmen. Nee. Das fand ich cooler. Ach ja, dann noch eine Sache. Momentan ist hier auf dem Server Leaf Decay deaktiviert. Das wird in den nächsten Tagen wieder aktiviert, aber ich muss mal gucken, wie sich die Dinger hier verhalten, diese Hecken. Die sollten eigentlich stehen bleiben, weil sie von Hand platziert worden sind, aber die haben irgendwann bei irgendeinem Update des Servers angefangen, sich aufzulösen. War eine sehr interessante Geschichte, müssen wir mal ein bisschen beobachten und dann mal sehen, wie es läuft. Zur Not müsst ihr das dann händisch bei eurem Grundstück wieder auffüllen. Da bin ich dann auch gewillt, euch die Sachen, also die Hecken zu ercheaten. Ja, das ist nicht das Thema. Müssen wir mal gucken, das kriegen wir alles hin. Ja. Was soll man tun? Also, ich kann noch so ein bisschen erzählen über meine Pläne, die ich so habe. Also, ich muss zugeben, ich habe mir noch keine Gedanken über ein Haus gemacht, über irgendeine wohnliche Bleibe. Ich bin hier komplett ins Blaue reingesprungen und lasse mich da total überraschen. Ja, das machen wir alles total spontan. Und ja, es gibt ein paar technische Geschichten, die ich bauen möchte, aber in erster Linie möchte ich auch schön bauen. Ja, ich möchte mir da richtig die Zeit für nehmen. Meistens werden wir uns diese Zeit in den Streams nehmen. Noch eine kleine Information zu den Folgen vielleicht. Es wird nicht regelmäßig eine Folge kommen, außer ich habe halt richtig viel Bock, so wie jetzt zum Beispiel gerade. Denn das meiste, was wir hier auf dem Server machen werden, ist eher langwierig. Und ich weiß, es ist auch nicht für jeden Spieler was, weil das betrifft hier alle Mitspieler. Es ist halt immer so ein bisschen mehr zu tun. Die hocken immer noch alle in der Farmwelt zum Beispiel jetzt, weil die gerade am Geldfarmen sind. Ja? Nur als kleine Information. Ich weiß, das ist nicht für jeden was. Aber mal angenommen, ihr habt einen coolen Kumpel. Der sagt, hey geil, ich fahre mir die 1000 Gold eben zusammen. Kauf mir ein Grundstück und lad dann mich selber dann ein. Also den Kumpel vom Kumpel dann. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, man kann halt ganz einfach, ganz easygoing Freunde auf ein Grundstück einladen, die dann hier mitbauen können, mitfarmen, die Kisten benutzen können, die Türen benutzen können. Normalerweise geht's nicht. Ja, weil dieses Grundstück, wenn ich das hier mal angucke, RG-Info, ist nur Members Jummel, sonst keiner. Gut, ich persönlich kann auf jedes Grundstück, jede Kiste, jede Tür zugreifen, weil ich hier der Admin bin, aber generell für die alle, also für alle Spieler gilt dasselbe. Also die können nicht in andere Kisten gucken. Es sei denn, die sind zugelassen. Das ist aber dann ein anderes Bier. Ja, an sich gibt es halt, wie gesagt, noch so ein paar technische Geschichten, die ich noch mit dem Server regeln muss. Oh, das war gar nicht geplant. Aber lassen wir erstmal so im Raum stehen. Ja, wie gesagt, wir hatten heute ein paar Performance-Probleme. Wie gesagt, seht es dem Server nach. Das ist das erste Mal, dass die Kiste jetzt unter Last gelaufen ist mit 40 Leuten gleichzeitig online. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt bei den 13 Leuten kein Problem. Wo erst die 40, 41, 42 da waren, hatten wir in der Farmwelt schon arge Probleme. Das lag nicht am Arbeitsspeicher, nicht an der Anbindung, nee, das lag an den Prozessoren. Und da muss ich nochmal ein bisschen die Lasten ein bisschen anders verteilen. Das machen wir zu den nächsten Tagen. Und dann gucken wir mal, wie sich das bessert oder verschlechtert. Aber eigentlich bessert sich das, glaube ich. Kann sich nur bessern. Ja. Ich möchte hier jetzt eigentlich auch in dieser Folge gar nicht viel bauen. Für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Ich habe so viele Leute im Stream vorhin gehabt, die nicht wussten, was Phase ist. Einfach mal die Informationsvideos schauen und es gibt ja eigentlich nur eins. Also ein Trailer und ein Infovideo. Also man kann gar nicht so viel falsch machen. Ja, schaut es euch bitte an, damit ihr wenigstens ein bisschen Informationen habt. Das ist nicht alles erklärt in den Videos, aber man hat dann wenigstens schon mal so eine Art Grundlagenwissen. Und alles Weitere, da kann man zur Not noch die Frage ins Forum stellen oder mich direkt. Ach ja, noch eine Geschichte.
wenn ich streame, dieses Projekt, dann achte ich meistens nicht hier in-game auf den Chat, nur sehr, sehr selten. Und vor allem, was ich noch weniger tue, bis gar nicht tue, ist hier im Chat im Spiel zu schreiben. Fast gar nicht. Ja. Mache ich eher, also ich gehe meistens eher auf den Twitch-Chat ein. Das ist für mich schon Arbeit genug. Ich kann halt nicht überall gleichzeitig sein. Und da muss man dann eben Prioritäten setzen. Und ich habe mich halt für den Twitch-Chat entschieden. Hier auf dem Server haben wir ja meistens noch die Mods. Also Liz, Steffi. Und wenn Saschas PC wieder funktioniert, dann ist auch die Kratzwurst wieder dabei. Und ja, dann sollten wir das gebacken kriegen. Also wie gesagt, seid mir bitte nicht böse, wenn ich nicht auf jeden eingehen kann. Gerade im Stream versuche ich dann doch so ein bisschen mein Kram fertig zu machen. Und da wirke ich dann manchmal auch ein bisschen genervt. Das merkt man dann wahrscheinlich auch. Aber ja, ist halt so. Gut. Übrigens, Pause machen geht immer super. Ja, gibt's noch was zu erzählen? Nee, wie gesagt, das ist einfach wieder so ein kleines nochmal Informationsvideo nach dem Stream, after Stream quasi. Und ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, es gibt keine Whitelist auf dem Server. Wer raufkommen möchte, kann das gerne tun. Wenn die 100 Slots irgendwann voll sind, sind sie voll. Ja, ist dann so. Gut. Wenn Fragen sind, einfach bei humel.net vorbeigucken. Sollte passen. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre cool. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Stream oder bis zur nächsten Folge. Je nachdem. Tschüss.